So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit Clancy's Erben, also The Division von 2016. In meiner Reihe Clancy's Erben. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Gramercy, haben hier alles abgeklappert, was so Hintergrundinformationen sind. Und nicht anhusten, bitte. Masken tragen. Hat geholfen. Jetzt gib mir doch nicht auch noch deine Jacke ab. Naja, gut. Und haben da jetzt alle Hintergrundinformationen, ein bisschen was über Larry Barrett und über andere gefunden. Captain Benitez, ein paar Äußerungen dazu, was er von den Schläfern hält, wie wir einer sind. Und jetzt dringen wir mal vor nach Gramercy. Hier haben wir auch schon mal gekämpft, oder? Ja. Das war diese seltsame Parkhausmission. Man überdenkt, da gibt es doch bestimmt noch eine andere Mission, die da stattfindet, aber ist ja nicht. Wir sind auf dem Weg hier zu dieser Encounter-Geschichte. Da haben wir eine Operation der Joint Task Force. Oh, Verzeihung. Eine Mission von der Joint Task Force unterstützen. Und das machen wir doch jetzt mal. Calling all units. Rikers are attacking a patrol near the Merritt building on East 15th. Requesting backup. In solchen Winkeln gibt's doch bestimmt auch noch mal ein Handy zu finden oder sowas. Meine Gier nach Schnipseln der Hintergrundgeschichte. Denn jedes Gebiet nochmal zu durchlaufen auf der Suche nach diesen freigeschalteten Dingen ist natürlich schon ein bisschen lästig. Aber ich glaube, wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Oh, hallo. Könntest du vielleicht einfach hier hintergehen, wenn ich dir das sage? Da man ja alleine nicht flankieren kann, ist das eine gute Sache, dass wir unseren Kleinen dabei haben. Worn out jeans. Ach, da bist du. Talk to the JTF Officer. Also jetzt müssen wir uns wieder mit dem in Wellen verteidigen und ihn beschützen. Am besten renne ich da oben hoch, oder? Ich würde ja gerne mit dir reden, aber du bist ganz schnell auf dem hohen Ross, Junge. Ach, kann ich jetzt mit dir reden? Without you, we'd have been dead. Hopefully that'll make them think twice about hitting the next JTF patrol they see. Warning, hostile forces approaching. Ja, von wo? Natürlich von da, war ja klar. Jetzt kann ich da nicht rüber, oder? Schon unter mir. Das finde ich sehr unangenehm. Da ist ja noch einer. Kommen Sie jetzt her? Von hier? Oh Gott. Oh. Mann, das ist ja keine gute Ecke hier. Was ist denn jetzt? Mann. Na. Das ist ja wieder ein Spaßvogel. Ist hier irgendwas, wo ich Deckung suchen kann? Mhm.
Das war bemerkenswert anstrengend durch die seltsamen Deckungen hier. Eure Sprüche werden auch immer schlechter. Okay. Da oben ist eine Brücke rüber. Da gibt es doch vielleicht auch noch was zu holen, oder? Ich weiß gar nicht, wie groß der Abstand sein muss, wenn man da in der Nähe von sowas durchläuft, dass das halt auch angezeigt wird, meinetwegen so ein Incident Report oder... Ein Handy auf dem Boden. Ja, ist ja gut. Okay. Toll, eine Soda. Sparkling Mineral Water. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Sind wir hier am untersten Rand? Hier ist doch tatsächlich ein Telefon. Wie bin ich jetzt daran vorbeigekommen? Ach, weil es oben ist. Okay. Okay. Jetzt müssen wir nur reinkommen. Weil das können wir bestimmt nicht wieder runter machen hier. Wir sind hier nicht bei Watch Dogs. Könnt ihr euch übrigens auch gerne ein schönes Video von mir angucken. So, jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir da hin? Darüber, oder? Und dann durchs Gebäude oder so. Ich gehe mal davon aus. Davon können sie ausgehen. Dieser Gewöhnungseffekt der Augen an das hell, an das dunklere, an die dunkleren Lichtverhältnisse, finde ich auch ziemlich gut gemacht. Und noch ein Soda Mineralwasser. So, da kamen wir her. Und hier hat jemand die Terrasse erweitert. Hey Danny, it's me. Well, you probably heard about what's going on. They're still saying flu, but I don't know. I took Vanessa into the ER again last night. It was bad. She had a fever of 103. She was hallucinating and, well, yeah. They kept her in this time. I'm not family, so they won't tell me anything. I don't think they know anything anyway. I'm still fine. Make sure you tell Mom. But it's getting weird. So many people are getting sick. The hospitals can't handle it. And they're setting up clinics in the parks and shit. It's fucked up. I'll try you later. Ja, echt, was man erst in Krisenzeiten bemerkt und was dann halt auch echt übel ist, wenn man Angehörige nicht, also wenn man zum Beispiel unverheiratet zusammenlebt und kein Auskunftsrecht hat, wenn irgendwas mit den Partnern ist, die man dann ins Krankenhaus bringen muss und gerade in so einer Lage, da steckt er jetzt gerade dahinter und hofft halt, dass er Informationen kriegen wird, wie es Vanessa geht. Eine Scheißsituation. Ich möchte jetzt gar nichts tun. Nicht jetzt. Jetzt habe ich gerade keine Mission auf der Liste. Okay, machen wir mal, dass wir hier zum Safe House kommen und die Mission dann sichtbar machen. Whoop. Bricht er sich gleich die Haxen dann. Noch ein Zera-Lager, dass niemand auch mehr da war, um die Toten wegzubringen hier. Das Equipment nicht abgeholt wurde. Oh Mann.
Dass die sich so dermaßen enthemmt an den Leuten gerecht haben hier. Lynchmobs. Unfassbar. An Menschen, die gekommen sind, um Ordnung ins Chaos zu bringen und Hilfe anzubieten. Selbst wenn das nicht alles immer rund läuft. Aber diese Strukturen zu zerschlagen, ist ja nur wirklich das Dämlichste, was man machen kann. Dispatch to patrol. We're getting reports of Rikers attacking civilians on East 20th and 2nd. Wo ist das jetzt? Ist das hier drin oder was? Nee. Hier ist ja unser Safe House. Das ist doch gut. Readings indicate this area is safe. Die haben sogar einen Türsteher. Krass. Und eine Bibliothek. Und Kinder, die mit Kreide auf Holzparkett malen. Na, was sollen sie auch sonst? Von draußen malen wird ja wohl nicht gehen. Ach ja, das war ja auch wieder so eine seltsame Erfahrungspunkte-Spende. Solange ihr Strom habt, pumpt ja wenigstens noch die Bierpumpe. Wie sieht's aus? But now that you're here, I'm sure we're gonna get it all worked out pronto. Mhm. Was habe ich da eben gesehen? Mission Part 1? Das ist doch wieder so eine Bergungsmission, oder nicht? I'm not recognizing this signal. That the first wave agents distress beacon. Alexis Kwan. Just started going off. No warning, no prior signal. What the hell? Ich erinnere Your guess mich. Is as good as mine. But see if you can ID a location on that pulse. And pray it keeps broadcasting. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Da haben wir mal wieder ein bisschen Story-Elemente. Ach, dahin ist die Karte. Na, da ist ja noch was ordentlich zu tun hier im Gebiet. Und hier ist noch ein Phone Recording, da können wir uns ja dann auf den Weg machen, während wir dann hier hinten diese Ecke lösen. Dieses Gebiet Stuyvesant, achso, das haben wir noch gar nicht in Reichweite. Da sind wir aber auch schon übermotorisiert für. Das ist komisch. Das ich erinnere gar nicht, dass es damals beim ersten Durchlauf auch so gewesen wäre, dass man so übermotorisiert durch diese Gebiete gekommen ist. Ich meine, ich habe ja einen neuen Charakter angefangen. Ist ja nicht so, dass der aufgerüstet war. Wir haben zwar das ganze Equipment, aber das habe ich ja auch nicht ausgerüstet von dem anderen Charakter. Das ist schon sehr merkwürdig, finde ich. Sehr, sehr merkwürdig. Als hätten sie irgendwie, um alle schneller ins PvP zu bringen, in die Dark Zone zu bringen, da irgendwie, weiß nicht, die Werte verändert. Das macht natürlich dann auch wieder ein historisches Thema auf, nämlich wie verändern sich Online-Spiele oder Spiele durch Patches überhaupt im Laufe der Zeit? Sind sie überhaupt historisch bewahrbar, wenn ihre Umstände nicht bewahrbar sind? Das ist keine Kleinigkeit. Wenn man als Wissenschaftler daran geht, ist das schon eine etwas schwierigere Problematik. Ach, guck mal, da oben kann man auch rauf. Okay. Bitte die Streuer. Das liegt nicht nur an meinen Schussfähigkeiten. Die Waffen haben eben bestimmte Werte. Ja, erledigen wir gleich. Aber jetzt telefonieren wir erstmal noch mit dem Vergangenheitsbenitis. Some of you might be old enough to remember the old Dark Winter exercise, when the feds tried to simulate what something like this would look like. Turns out they predicted this shit show pretty accurately. That's what got Directive 51 written in the first place. Now we get to live with it. Okay, eine Übung namens Dark Winter hat festgestellt, dass es diese krisenhaften Situationen ergeben könnte, weswegen dann halt die Direktive 51, also diese Schläferdirektive, überhaupt diskutiert wurde. Sehr interessante These.
Bin nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Aber Dark Winter könnte ich ja auch nochmal für euch nachgucken. Bis zum nächsten Mal. Gut. Den Supply Drop sichern. Ach, da kommen sie wieder alle aus diesen Türen nachher raus. Ach so, schön mit verschiedenen Ebenen. Boah, krass. Incoming Hostiles. So, diesmal auf dem anderen Ding, ne? Gut, toll. Oh, jetzt hat das noch. Hier bitte. So da. Ja, ach was. Ich musste mich auch gerade um eine Bürgerin kümmern. Geh weg, geh weg, geh weg. Diese Scheiße mit diesen. Ach, dass man aus dieser Deckung immer nicht wieder rauskommt, ist echt die Pest. Das ist wirklich nervig. Diese Jungs mit den Granaten sind wirklich die Pest. Alles andere ist handelbar. Warning. Incoming Hostiles. Ja, wohin muss ich jetzt da? Okay. Wo ist er denn? Ich verstehe auch nicht so ganz, warum schießen sie überhaupt auf die Supplies? Das habe ich die ganze Zeit schon nicht verstanden. Wie, you turf. Ach komm. Um nicht zu sagen, incoming turd. Wie oft denn noch? Okay. You just made a whole lot of people happy, Agent. Good for you. Und ein paar habe ich sehr unhappy gemacht jetzt. Ballistik Nylon Holster. Okay. Wundervolle Belohnung und sowas. Ach komm. Gut. Wieder was Gutes getan hier. Impact Back. Na gut. Ach guck mal, das ist ja auch interessant. Offensichtlich hat da jemand einen. Ein Ziel, eine Zielscheibe drauf gemalt und dann irgendwie eine Falle gestellt, oder? Diese Szene sieht aus, als wäre hier irgendjemand bewusst aufgehalten worden. Angegriffen worden. Ach, wo sind wir jetzt? Ach, das ist ja schon Stuyvesant hier. Da stolpert man schon wieder gleich in den nächsten Bereich rein. Okay. Was können wir jetzt erledigen? Ein Encounter haben wir hier unten. Ach, diese ikonischen Hochhäuser kennt man daraus in Filmen auch. Die ganze Gegend hier.
Ach nee, das ist ja jetzt da, wir sind, da wollte ich doch noch gar nicht hin. Also wir wollen schon noch ein bisschen Ordnung wahren. Sonst komme ich hier nämlich gar nicht mehr klar, wo ich noch was vergessen haben könnte. Ach komm. Frage ich mich bei der Menge an Leuten hier, wie viele Insassen hatte dieses Rikers eigentlich? Ach, guck mal. Press the star key to accept charges for this phone call from a prisoner at the Rikers Island Correctional Facility. Yo, this is Larray. What do you want from me? You know who I am. You know you can work for me. Or, well, you don't have a lot of choices. Look. I got no beef with you, okay? What do you want me to do? Good man. What I need you to do is simple. You hauled produce before you went on the inside, right? Yeah. My people need food. You're gonna find that food, and you're gonna give it to the people of my choosing. You get it? I tell you when and where. You keep it running. There ain't gonna be a lot left. Get creative. Find any... I'm glad you're helping out. Okay. Larray Barrett hat aus dem Knast heraus schon mal Essen organisiert. Es sei denn, sie waren da schon raus. Das für ihre Leute. Okay, hier vorne kommt jetzt... Radio communication intercepted. E-17th in Gramercy. They'll be in the parking lot. How the fuck did they get their hands on so many guns? Raid on some JTF, I figure. But I'm not exactly losing sleep over it, you know? Kann ich da irgendwie hoch da hinten? Das wäre natürlich ideal. So. Wir sagen unseren Freunden Bescheid. Morning. Incoming hostiles. Schauen mal, dass wir hier oben... Morning. Hostile forces approaching. Alert. Explosive device detected. Komm schon wieder raus da. Was denn noch mehr von der Ecke? Nee. Wo ist er denn jetzt? Hä? Morning. Hostile forces approaching. Ja, aber woher? Alert. Explosive device detected. Hä? Wo sind sie denn jetzt, verdammt? Hä? Ich schnall's nicht. Ach, da hinten. Na komm schon, kann ich das nicht da drauf werfen auf so einen Ärger? Von hinten, wa? Wieso haben wir jetzt so komische Kreise immer um diese Leute? Hatten wir das früher auch schon? So ist doch am besten mit deinen Granaten. Is approaching. Ja, und wo? Warning. Explosive device detected. Was soll ich jetzt machen? Wieso? Oh shit. Scheiße! Wir werfen das einem tatsächlich hier drauf, ey.
Wo ist denn der Sack? Okay. Wouldn't mind having you with us in every firefight. Thanks for your help. I think we can take it from here. Mhm. Immerhin waren sie diesmal aktiv dabei, ne? Run away, cowards! Nein! Say your prayers. Na, da hatte ich aber sehr viel Sott eben gerade. Ich weiß auch nicht, wie viel habe ich mir jetzt schon wieder in die Taschen gestopft? Ist schon wieder so voll alles. Was haben wir denn hier? Nein, nein, vielleicht, vielleicht, nein, nein. Naja, und die Grünen sowieso alle nicht mehr. So, was ist das hier? Achso, ich kann das ja vergleichen, nicht Depp. Hä? Warum ist das? Ach, das ist so blöd gemacht. Warum? Also. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Wieso ist das so? Also, wir wollen das hier vergleichen mit dem. Warum geht das nicht? Wieso habe ich dann die andere Waffe? Es nervt so. Ach. Muss ich vielleicht in den Slot gehen, damit ich das mit dem anderen vergleichen kann? Ja. Okay, die ist tatsächlich überflüssig. Gut. Und dann sind die Taschen wieder ein bisschen leerer. Ach, da hinten haben wir noch was. Und wieder ändert sich die Stimmung total mit dem Wetter und dem Licht. Eine sehr coole Sache. So, wo müssen wir jetzt hin? Ein Telefonanruf. Jetzt müssen wir wieder ums ganze Gebäude rum oder was? Ach komm. Oh, hier wollen aber viele Leute was. Gleich ein Medkit. Ja. Das glaube ich nicht. Me. Sorry I couldn't pick up. I was hanging out with that girl I told you about. Vanessa. And oh, yes, Vanessa, when I say hanging out, I mean exactly what you think. That's all you get. A gentleman doesn't kiss and tell. Anyway, thought I'd check in, see how my nephews are doing. Mom keeps leaving voice messages asking me when I'm coming home for the weekend. Can you please explain to her that busy college students have to spend weekends studying? She might actually buy it, coming from you. Gotta run to class. Call me back. Later. Okay, der Kumpel, der von dieser Vanessa erzählt hat, die ins Krankenhaus, die er ins Krankenhaus gebracht hat, ohne dass er weitere Informationen von wegen der Persönlichkeitsrechte, weitere Informationen bekommen hätte über die Familie oder so.
Der ist Studierender und oh, wie sieht's ja aus? Und der bittet doch der Mutter zu erzählen, dass sie doch als Studenten so hart arbeiten müssen, dass sie, naja, und dafür braucht er den Bruder, damit sie das immer glaubt. Mal wieder ein typisches Klischee in egal welchen Film über Studierende. Das habe ich ein bisschen anders erlebt. So. Oh Mann, hier ist ja schon wieder Krawallo. Hey there! I know you've got a whole city to worry about, but we just got a call from a man whose wife was kidnapped by Rikers. You think you could get her back? Alter, wie viel sind denn das? Oh, Alter. Doch hier so rum. Mal gucken. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Gänge ab klingt jetzt eher nach YouPorn, ehrlich gesagt. Also sich gegen andere zusammenzurotten, aber are we the baddies? Es ist verwirrend, wirklich. Es ist verwirrend. Und wieso war diese Statue... Wieso war diese Statue Ziel? Das verstehe ich nicht so ganz. Was hat das mit dieser Gramercy Park Statue auf sich? Ich schneide es nicht. Hier seid ihr hingestürmt. Hier waren wir doch gerade erst. Move up. Eine Polizeistation sollen wir sichern, oder was? Doch wieder irgendwas. Okay. Das da. Okay, das ist ja eine komplizierte Mission hier. Manchmal ist es ja doch überraschend. Jetzt machen wir den Knopf an, warum auch immer das da hinten ist. Ach, guck mal, hier haben sie auch schon wieder ein Päckchen ausgelöst.
Von der Polizeistation da hinten, von der Tiefgarage, ist hier der Schalter. Das ist logisch. Total logisch. Ja, dann schauen wir doch mal, was uns gleich da unten erwartet in der Tiefgarage. Boah, hier draußen ist ja jetzt kaum eine Hand vor Augen zu sehen. Das Schneegestöber ist ja krass. Ja, bleibt schon neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, ihr müsst ja auch mit reinkommen jetzt gleich, Jungs. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.